Wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 9. Mai, 8.54 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Live Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren Ausbruchstrade, also einen Breakout Trade vor. Wir sehen aktuell, dass der Markt aktuell nach oben ausbrechen möchte und wir müssen also jetzt wieder handwerklich rangehen und uns die Box zusammenschneiden. Und das würde bedeuten, wir haben jetzt gerade ein Hoch gehabt. Wir holen die Box mal raus. Ich würde das Hoch jetzt nehmen, erstmal dort platzieren und in Richtung 17 Punkte ist momentan das Level. Das heißt, Short bei 12.720, Long bei 12.737. Die blaue Linie ist so ein bisschen krumm hier. Das wäre die Mittelbox und auch hier gehen wir mit 0,20 ins Rennen und das Ganze wird scharf geschalten. Also nochmal, 12.720 würde hier eine Short Order platziert oder ist eine Short Order platziert und eine Kauf Order bei 12.737 bei dem aktuellen High. Ich zeichne das farblich mal ein. Ups. Das wäre jetzt die Box. Es ist jetzt noch 4 Minuten, haben wir noch Zeit bis zur Markteröffnung um 9 Uhr. Der Terminmarkt macht ja hier, der CFD-Markt, um 8 Uhr schon auf. Also das ist die kleine Box, 17 Punkte und melde mich dann gleich nochmal. So, 9 Uhr. Und die Markteröffnung, wir sind jetzt schon im ersten Trade short. Das heißt, die erste Order wurde hier kurz bei der Markteröffnung ausgeführt. Tech Profit liegt bei 12.712. Jetzt wurde von der Software, von unserem Tool, gleich die Gegenorder platziert. Das heißt, die alte Order hier oben, die Buy Stop Order, wurde rausgenommen und eine neue Order wurde platziert. Dementsprechend mit einem Multiplikator. Somit, wenn der Markt jetzt unten nicht ausbricht, dass wir dann eben halt auf der Long-Seite, also auf der Kaufseite, dann eine neue Position eröffnen. Und die Short-Order wird dann mit im Minus weiter nach oben gelaufen, aber durch das Multiplikationsverfahren. Und wenn wir unser Gewinnziel haben, werden beide Positionen dann geschlossen. So, es ist 9.03 Uhr. Die Long-Order wurde jetzt ausgeführt. Wir sind jetzt long mit einem Gewinnziel bei 12.746 Punkte. So, wir sind jetzt im dritten Trade short, die blaue Linie, und unser Gewinnziel liegt bei 12.711. So, jetzt kommt Dynamik rein. Wir stehen kurz vor unserem Gewinnziel. Wir schalten jetzt unseren Ausstieg. Wer jetzt den Ausstieg schon auf ausschalten möchte, wir brauchen noch einen Punkt. Dann sind wir aus dem Markt. Wir sehen es hier, noch ein Schwung. Ein Punkt fehlt uns. Ein Punkt. Jetzt sind wir raus. Und das bedeutet, wir haben diesen Trade wieder erfolgreich abgeschlossen. Und ich zeichne diesen Trade kurz mal ein. So, ich habe die Trades mal eingezeichnet. Ein Short Trade, ein Long Trade, ein Short Trade mit Multiplikation ergibt summa summarum ein Gewinntrade. Das Ganze sieht im Konto so aus. Einmal ein Short Trade, der Long Trade, der ist ja aktiv. Dann wird die dritte Order platziert und summa summarum gibt es dann dort ein Gewinn. Das ist also die Swissbox-Strategie und das ist der 195. Trade, die wir erfolgreich in den Gewinn gebracht haben. Und da kann man schon sagen, das ist eine der erfolgreichsten Ausbruchsstrategien, denke ich mir, am Markt. Ja, wir müssen natürlich handwerklich uns immer wieder anpassen mit den Boxen, mit den Range. Wir sehen es auch jetzt hier, die Box mit 17 Punkten stellt sich als ideal aktuell heraus.
Ja, wünsche euch noch allen viel, viel Spaß und es fehlen jetzt noch fünf Trades bis zur magischen 200. Bis morgen.